Hallöchen! Im heutigen Call of Duty Vanguard-Video sprechen wir über Neuigkeiten rund um den Multiplayer, neue Karten, Waffen, Modi, Perks und natürlich über die Integration mit Warzone. Ja, da wird der Titel geändert, wir bekommen eine neue Map rein und natürlich werden wir schon bald Call of Duty Vanguard spielen dürfen. Nur noch eine Woche, meine Freunde. Wir hätten hier schon eine Menge Neuigkeiten auf Twitter bekommen, unter anderem eine Roadmap. Die gucken wir uns an und sprechen ein klein wenig drüber. Auf der Roadmap könnt ihr schon erkennen, wir bekommen in der Kampagne nicht nur eine Geschichte wie die Amerikaner gegen bla bla bla, nein, wir haben direkt vier Fronten, die wir kämpfen können. Wir haben natürlich eine coole Kampagne, auf die bin ich auch mal gespannt. Wir hätten für den Multiplayer dann noch eine Menge Karten und Modi, die schon angekündigt wurden. Wir haben auch schon Bilder dafür bekommen, kann ich gerne noch gleich einblenden. Die Dark Aether Geschichte wird auch weitergeführt im Zombie Mode. Ich denke mal, Outbreak könnte eventuell auch mit reinkommen. Und wir bekommen natürlich hier im Nachhinein neue Modi und neue Karten rein, unter anderem eine Shipment. Und dann hätten wir eine kleine Überraschung, wir bekommen direkt hier Informationen über die neue Saison. Dort kommt einmal hier eine neue Karte rein, eine neue Karten. Wir bekommen neue Modi, neue Operator, neue Pakete, neuer Zombie-Content und natürlich auch hier die wunderbare neue Verdansk-Karte. Die wird nämlich weggeschoben, wir bekommen Caldera rein, ja, Pacific, Call of Duty, Warzone. Wir bekommen Rebirth Island wieder mal rein, natürlich auch nochmal Flieger, mit denen ihr fliegen könnt und neue Modi. Darauf bin ich mal weniger gespannt, ich bin eher der Multiplayer-Fan, aber ich denke mal, ich hau hier mal die Bilder rein für euch. Und natürlich, ja, das neue Logo, Call of Duty Warzone Pacific. Ich habe keine Ahnung warum, aber yo, hier bitteschön. Wir hatten hier natürlich ein paar Bilder, mich erinnert die Karte ein wenig an Far Cry oder an Apex, I don't know, je nach Bild. Schon ein bisschen Ähnlichkeiten. Wir bekommen hier Flieger mit rein. Bei Volta 2 hatten wir auch einen Fliegermod, wo ihr fliegen und gegeneinander kämpfen konntet. Ich denke, das werden wir hier relativ gut einbauen können. Natürlich Operator mit einer Menge Tarnungen, die ihr dann halt wieder kaufen könnt im Shop. Wir bekommen ein Shipment rein, aber neu überarbeitet. Wir bekommen natürlich auch eine andere Menge komische Karten. Ich denke mal, Krieg wäre eventuell nicht dabei. Wir bekommen aber größere und kleinere Karten für bestimmte Modi. Wir hätten nämlich auch schon einige Modi geleakt bekommen. Unter anderem echt eine Menge, die ihr eigentlich alle kennt. Wir hatten frei für alle Team Deathmatch. Dann Abschluss bestätigt, Herrschaft, Suchen, Zerstören, Stellung und Patrol. Wir hatten aber auch Hardcore-Modi mit am Start und hier Taktik-Mode. Bedeutet auch Feuergefecht und kleinere Turniere werden mit am Start. Natürlich wegen den ganzen Karten. Ich hätte unten noch eine Liste mit noch weiteren Bildern und mit noch weiteren Namen. Einige kennt ihr vielleicht, einige noch nicht. Und ja, wir wären eigentlich damit durch. Wir starten wieder mit Gameplay. Und natürlich, Vanguard. Wir haben im Gameplay Audio-Probleme gehabt, Grafikprobleme. Ich habe keine Ahnung, was die da gemacht haben, die Entwickler. Aber die Entwickler meinten, wir haben daran gearbeitet, wir haben Vanguard überarbeitet und wir werden natürlich noch eine Menge Neuigkeiten reinbekommen. Unter anderem Ninja wird ein Perk werden, keine Feldladung mehr. Feldladungen wurden klein wenig überarbeitet, auch hier die Waffen-Attachments. Apropos Waffen, wir haben natürlich eine Menge, ja, wirklich eine Menge geleakt bekommen. Unter anderem bekommen wir über 100 verschiedene Waffenbaupläne für die Waffen. Eine Menge Attachments, eine Menge Waffenlevel, eine Menge Waffentarnungen um die 400 Stück, habe ich gehört. Natürlich noch nicht bestätigt. Und wir hätten um die 38 Waffen am Start. Ja, viele werdet ihr kennen von Call of Duty World War II, auch einige Waffen mit Fake-Namen wie die Itra. Aber wir werden natürlich einen guten Content reinbekommen direkt am Start. Mehr wie in Call of Duty Cold War. Und ich meine mal, Content immer wichtig. Durchgrinden auf YouTube werde ich natürlich, wenn ich kann. Tut mir leid, die Tage habe ich relativ wenig hochgeladen. Ich hätte aber noch eine Menge vorbereitet für euch. Wenn ihr möchtet, kann ich gerne einfach Gameplay hochladen. Und meine Berichte über Vanguard noch ein klein wenig teilen. Natürlich, Vanguard war anfangs über in der Beta nicht gerade schön, finde ich. Hab mich ein klein wenig daran gewöhnt. Weniger Movement, mehr, naja, Campen. Dann klappt das Spiel auch relativ gut. Erinnere mich gameplay-technisch mehr an Call of Duty Ghost oder an I don't know. Aber ich denke mal, Vanguard könnte natürlich gut werden. Natürlich auch eine kleine Neuigkeit, wir werden weniger Speicher verbrauchen, denn ihr werdet euch Call of Duty Vanguard mit 50 GB runterladen können und eure Pakete für Texturen und eine schönere Grafik, die ihr leider hier in der Beta nicht hattet, werdet ihr im Game runterladen können beim Spielen. Bedeutet aber, mit Leuten mit schlechter Verbindung spielen könnte problematisch werden, auch bei der Grafik. Aber ich denke mal, wenn ich Neuigkeiten drüber habe, berichte ich nochmal drüber. Natürlich auch ein Anti-Cheat wäre mit am Start. Und bestimmte Daten, wann natürlich der Content reinkommt. Wir hatten unter anderem hier im Nachhinein, nach dem Release nochmal hier Shipment mit drin. Neue Modi, neue Events. Wir hatten noch ein Live-Event, wo nochmal die Geschichte von Verdansk wiederholt wird. Und dann natürlich die neue wunderbare Pacific-Map. Darauf bin ich mal gespannt.
Natürlich nochmal hier die Einblendung für euch, gerne abchecken. Alle weiteren Informationen findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ich will mein Video nicht unnötig in die Länge strecken. Wenn es euch aber gefallen hat, gerne liken, gerne kommentieren und gerne mit euren Freunden teilen. Für weiteren Call of Duty Vanguard Content auch gerne mich abonnieren, Glocke aktivieren. Wenn ihr weitere Fragen habt, gerne Fragen stellen. Und ja, und dann würde ich mal behaupten, wir werden natürlich die Tage nochmal Vanguard hochladen und natürlich dann am ersten Tag live gehen. Wenn ihr darauf Bock habt, gerne vorbeischauen, würde mich freuen. Und dann, meine Freunde, haut rein und goodbye.